Es führt eine neue Hackordnung ein. Es durchwandert die Insel und nimmt furchtbare Rache an denen, die seine kleineren Genossen fangen und essen wollen. Ach, mach mal halblang. Es gab einst andere wie dich, die gegenüber der wahren Natur der Bestie skeptisch eingestellt waren. Aber sie sind jetzt alle tot. Von seinem gefährlichen Schnabel zu einem blutigen Brei gepickt. Aber ich bin sicher, dass du dich vor nichts fürchten musst. Ja, richtig, wie auch immer. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Fluch aufheben. Ich möchte wissen, an welchem Voodoo-Fluch du gerade arbeitest. Voodoo-Fluch? Oh, das? Das ist nur ein Fondue für heute Nacht. Möchtest du mal probieren? Ja, sind da Fondue. Irgendwelche Stinktierzehen drin? Ein paar. Dann verzichte ich. Ich möchte mehr über sichere Haarersatzmethoden wissen. Das kann ich mir vorstellen. Hattest du nicht einen Bart, als ich dich das letzte Mal gesehen habe? Sicher hatte ich einen. Einen wirklich coolen. Ich frage mich, was mit ihm geschehen ist. Ich möchte mehr über eine Diät, mit der ich leben kann, wissen. Ich werde mit dir Weisheit teilen, welche in meiner Familie seit Generationen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde. Und? Wie lautet sie? Wenig Fett. Viele Ballaststoffe. Das funktioniert. Okay. Ich möchte mehr über Hypotheken mit variablem Zinssatz wissen. Schlechte Idee. Obwohl für den erstmaligen Hauseigentümer attraktiv, reagiert der Kurs wild auf Fluktuationen auf dem Markt und kann auf Zeit gegen den Käufer arbeiten. Du kommst am besten weg mit einer 20-prozentigen Abschlagszahlung und einem variablen Zinssatz. Dann mit einer Wiederfinanzierung zu einem Fixkurs nach einem oder zwei Jahren, wenn es der Markt rechtfertigt. Könntest du das noch einmal wiederholen? Nein. Ja, was hat sie denn sonst noch für Hinweise für uns? Ich möchte mehr über die Aufstiegschancen im Bereich Fernseh- und Videoreparatur wissen. So, du möchtest mehr Geld machen. Aber klar, wer will das nicht? Bleib bei der Piraterie. Okay. Ich möchte mehr über den Aztekengott Quetzalcoatl wissen. Wirklich süßer Bursche. Überhaupt nicht so blutdürstig, wie alle sagen. Kürzer, als du denkst. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Und weg ist sie. Ja, das war ein ziemlich langes Gespräch. Wir gehen mal wieder hier schön raus. Nee, wir sprechen noch mit Mary. Ich glaube, er möchte im Moment alleine sein. Oh. So, da ist das Schiff, was man ja eindeutig gesehen hat. Elaine müsste irgendwo hier so gestanden sein. Hier ist jetzt der Sumpf und da hinten zu dem Schiff kommen wir noch nicht hin. Gehen wir doch erstmal auf die Festung. Und hier tauchen immer mehr Hühner auf. Die Brücke ist unpassierbar. Macht nichts. In der Festung gibt es sowieso nichts Interessantes. Was? Ach, Handabdrücke. Erstmal lesen lernen. Die Piraten der Gefahrenbucht gehen auf ihren Händen? Verrückt. Ein Schild? Komposition in Gold und Diamant. Künstler unbekannt. Dieses neueste unserer öffentlichen Kunstwerke wurde schändlicherweise ohne Erlaubnis mitgenommen. Was für ein geiler Humor. Hat doch jemand ein Schild gemacht. Und wie wir sehen, sind hier sehr viele Hühner gewesen. Ah, da sind wir doch in der Stadt.
gehen wir doch einfach mal in das erste. Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist. Ei, wenn du ein Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Röcheljöje hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Großartig. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Massives Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Ich würde fast schon ja sagen. Aber so ist Skybrush eben. Friseurpirat. Er sieht wie ein echter Profi aus. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pi. Ruhe! Rat! Hä? Lenk ihn nicht ab, während er an mir arbeitet. Ei, mein Jung, warte, bis du dran bist. So ist das bei den Piraten. Okay. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood. Ich verstehe. Und mir ist es egal. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ha! Was soll das heißen? Ha! Ich meinte es, wie ich es sagte. Ha! Wenn du ein mächtiger Pirat bist, bin ich kahlköpfig. Ich bin mächtig genug, LeChuck zu schlagen. Zweimal! LeChuck? Ha! Auch wenn er tot ist, gibt es keine Entschuldigung für dieses Haar. Sie sind also Schiffskapitän, was? Nicht irgendein Schiffskapitän. Sag mir nicht, dass du noch nie von Captain René Richelieu gehört hast. Ich habe noch nie etwas von... Ich bin ja nur der gerissenste und gepflegteste Kapitän, den es je in der Karibik gab. Okay. Würden Sie gerne in meine Mannschaft kommen? Ich? In deiner Mannschaft? Bitte lass mich nicht in hysterisches Gelächter ausbrechen, während dieser Answurst an meinem Aar arbeitet. Warum wollen Sie nicht in meine Mannschaft kommen? Ich diene unter keinem Mann oder Junge. Nur eine Sekunde. Wenn es irgendeinen Schatz zu finden gibt, bin ich der Mann, der ihn findet. Und ich werde absolut fantastisch aussehen, während ich das tue. Okay. Nun, ich wollte Sie sowieso nicht in meiner Mannschaft haben. Das ist dein Problem. Und Junge, ab mit dem Pferdeschwanz. Er ist so altmodisch. Das muss er mir sagen mit seiner Frisur. Wussten Sie, dass Sie langsam grau werden? Das werde ich bestimmt nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, graue Haare stehen Ihnen. Es ist nicht, ich meine, natürlich werde ich. Aber darüber muss ich mir noch ein paar Jahre keine Gedanken machen. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir mehr Sorgen über Haarspliss machen. Haarspliss? Ich muss dir sagen, dass ich schon Männer für weniger verleumderische Kommentare getötet habe. Sie haben hier hinten eine Stelle, die kahl wird. Was? Das ist natürlich gelogen. Wenn Sie es sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass hier hinten definitiv ein Glänzen zu sehen ist. Feuer! Rettet um euer Leben! Ich bin sicher, die Behörden haben die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Nur für den Fall, Barbier. Mehr Feuchtigkeitscreme. Sie scheinen reizbar zu sein. Kommt das von Ihrer trockenen Kopfhaut? Meine Kopfhaut wird liebevoll mit den feinsten Cremes und Ölen der Welt massiert. Zweimal am Tag. Das ist ein bisschen mehr, als ich wissen wollte. Deine belanglosen Sticheleien und Beleidigungen bedeuten mir nichts. Ja, das merke ich auch schon. Heutzutage gibt es gute Anti-Schuppen-Shampoos. Ich schlage vor, du gehst jetzt. Bevor du mich zwingst, meine Ehre zu verteidigen. Tollwütige Hunde sind los. Raus hier! Ich höre nicht. Da sind keine tollwütigen Hunde los. Das ist nur, was sie dich glauben machen wollen. Da ist ein axtschwingender Verrückter an der Tür. Flieht! Vielleicht solltest du dich selbst opfern, damit der Rest von uns gerettet wird. Sie scheinen beschäftigt zu sein. Ich komme später wieder. Jo, fragen wir doch mal. Ein Glas mit Kämmen? Das sind Kämme, die in diesem blauen Zeug schwimmen. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Okay. Ein Kieferknacker. Da sind nur ein bisschen Spucke und Haare dran. Och. Stört uns ja nicht.